Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge LS15 hier beim Hamsen. Ja, ihr seht, ich habe mir mal eine Poltergabel gegönnt. Ja, dieses formschöne Ding hier unten vorne dran mit der Kralle. Und belade damit hier im Wald, denn es ist einfach so, für mich persönlich geht das schneller. Ich sag nicht, dass jetzt irgendwie der Kran schlecht ist. Der funktioniert, wie gesagt, ja ganz gut. Ich mag den auch. Aber so, ich habe hier so ein paar Bäumchen umgesäbelt nochmal. Und ja, so auf Dauer finde ich für die schnelle Arbeit, ne, da ist der eigentlich besser. Weil man braucht halt zwischendurch nicht fahren. Man kann die Stämme von überall dahin bringen. Mit dem großen Gewicht geht es auch einigermaßen mit den relativ großen Baumstücken. Also man muss natürlich immer noch vorsichtig sein. Ich denke mal, größer als so dürften die richtig großen auch nicht sein. Ja, und dann habe ich hier mal vollgeladen. Und jetzt wollte ich gerne mit euch das Zeug mal zusammen zum Bahnhof bringen. Ich überlege noch, ob das so liegen bleiben kann. Vielleicht müssen wir da noch mal kurz... Nein. Ich wollte eigentlich hier so ein Stückchen rüber rakeln. Genau so, jetzt passt eigentlich sogar noch eine dazwischen. Dann können wir den letzten dicken Stamm hier auch noch nehmen. Denn ich möchte eigentlich gerne, sehr gerne sogar dieses Maisfeld, was halt gerade reif ist, neben unserem Hof kaufen. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn wir diese Ladung da liefern zum Bahnhof, dass das dann doch... Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich... Wollte ja eigentlich fester ziehen, habe aber aufgemacht. Mal ganz einfach die Richtung verwechselt. So sitzt ja auch schon viel besser. Das ist die Spitze von dem, den ich eben noch aufgeladen habe. Ui, und da war ein Baumstumpf. Ich habe mir ja so Gedanken gemacht, dass es alles nicht hinkommen würde mit dem Gate und so weiter und so fort. Ich bin jetzt natürlich darauf gekommen, dass ich beim ersten Mal, als ich hier gespielt habe, da habe ich auf normal gespielt und jetzt habe ich mal zwecks des Let's Plays mir gedacht, naja, reicht auch, wenn du auf leicht hier spielst, und da gibt es ja doch einiges an Kohle hier, diese Forstwirtschaft. So, Ladungssicherung muss sein. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt so ein bisschen die Angst verloren, dass wir das nicht schaffen. Mit dem Geld. Aber mal schauen. Hier hoch muss er auf jeden Fall immer gut ackern jetzt. Gerade mit den dicken Bäumen auch drauf. Aber Allrad schafft das, Allrad macht das. Und dann ist auch der nächste Trecker, glaube ich, schon fast. Also nicht in Aussicht, sage ich mal, aber keine unmögliche Anschaffung mehr. Oh, da können wir ein bisschen von drin fahren hier. Was ich hier so ein bisschen komisch finde, ist, dass der Sound, egal ob man drin oder draußen ist, nicht unterschiedlich ist. Moment, nicht am Weg vorbeifahren hier. Hier ist er erst. Man sieht nach hinten natürlich nicht viel. Ich gehe mal davon aus, dass alles mitgekommen ist, auch wenn wir ganz schön heizen hier jetzt gerade. Wir müssen natürlich auch immer mal wieder beim Sägewerk vorbeischauen. Das ist eigentlich schade, dass er mir nicht anzeigt, wie voll der Palettenstapel ist hier über den Inspektor-Mod. Inspektor-Mod ist dieser, der da an der Seite zeigt, mit was ich jetzt fahre und was welche Füllstände hat, aber das
Wisst ihr ja sicherlich die meisten von euch. So, gucken wir mal von außen. Oh, was ist denn das? Was macht denn das Ende von der Straße da? Das macht ein bisschen rum. Oh, 75.000 haben wir. Ja, 123.000, ne? Mal knapp 50.000 Öcken für so einen Anhänger. Und jetzt frage ich mich ja gerade, ob das dann auch noch extra Cash bringt, wenn ich das Ding hier wegschicke. Mach's gut, Zug. Der Zug muss wahrscheinlich ein Stück fahren. Muss schon mal zurück machen in den Wald. Zumindest den Stepper da mal hinbringen. Und dann können wir uns vor allem das Feld jetzt mal kaufen. Und reicht es dann schon für den. Hier Leute, nochmal 55.000. Er wäre ja zum Mogul mit diesem. Mit dieser Holzwirtschaft hier. Es ist jetzt schon fast ein bisschen zu einfach, sag ich mal. Aber gut, ich wollte es nicht so schwer haben. Ich glaube, ich kann es jetzt auch nicht mehr umstellen. Und so werden wir natürlich bald die nächsten Sachen haben. Und das ist ja auch für so ein Let's Play ist es ja auch hier interessanter. Ne? Wenn man jetzt hier realistisch sich einen abackern will, dann kommt das mit den Preisen hier, glaube ich, nicht ganz hin. Aber hier kann man definitiv sagen, Holzwirtschaft lohnt sich. Wenn man 100.000 für so einen kleinen. Ja, wo man war ja nicht nur diese Stämme, es war ja auch immer noch die zwei Stämme, die wir beim vorigen Mal da schon mal abgeladen haben, aber ich glaube, es macht den Kohl nicht fett. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann kann ich mir vor allen Dingen nämlich auch das, was ich schon ja immer haben wollte, na, wie heißt denn jetzt gleich? Na, diesen Wald-LKW, sag ich schon, Waldtraktor hier holen, den ich schon beim letzten Mal angedeutet hatte, was ich den gut finde. So, den Kollegen lassen wir jetzt hier mal stehen. Und jetzt fahren wir mal straight nach Hause, um uns dieses Feld zu beschaffen. Und auf dem Weg könnten wir ja einen Abstecher beim Sägewerk rummachen. Oh, Entschuldigung. Hat er gerade noch so um den Pfahl rumgekommen. Der Mais hier rechts, das scheint auch schon gut zu sein. Aber so viel nämlich schon für Holz allein bekommen, dann will ich ja nicht wissen, was wir für Silage hier bei der BGA bekommen. So, das ist schon unser Hof da vorne. Wir können hier nämlich eigentlich mal versuchen, auf so einer kleinen Art Feldweg zu fahren. Ah, noch läuft's, aber es ist schon ziemlich voll, das Ding. Schnell mal übers Fördermal gesprungen. 91%, also hier müssen wir auch bald wieder ran. Und da werde ich dann erstmal ein paar hier irgendwie sammeln. Sonst ist das irgendwie blöd. So, jetzt sehen wir hier mal die Feldwegabkürzung rüber zu unserem Hof. Hier links ist ja eh nichts gesehen, hier ist ja nur gepflügt. Da darf man auch mal bei seinem Nachbarn übers Feld fahren. So, und schon sind wir nämlich da. Jetzt müssen wir nochmal rausfinden, wo das Feld war, was ich meinte. Ich meine, hier drüben. Vor allem kann ich dann auch guten Gewissens jetzt hier den Hochdruckreiniger holen. Damit ich hier die Kisten auch mal sauber machen kann.
Oh, jetzt ist das Gute. Oh Gott, der schöne Milchtank. Oh nein. Überall alles kaputt gefahren. So, was möchten wir denn hierfür haben? 65.000 waren das, genau. So, das kaufen wir jetzt, dann gehört es uns auch wenigstens. Und dann brauchen wir direkt natürlich auch den Häcksler. Den Fronthäcksler. Und zwecks dessen müssen wir natürlich in die Stadt. Können den Fronthäcksler auch erstmal hinten ankoppeln. Und dann hier auf dem Grundstück, würde ich mal sagen, machen wir dann den Umbau. Und das mal sechseln, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Denn das Feld ist nämlich ganz schön groß. Ein sehr guter Preis gewesen. Dann hoffe ich überhaupt, dass dieser hier das schafft, also. Moment, da schaue ich nochmal schnell drauf, bevor wir da jetzt hineiern. Erntemaschinen. Ja, das ist der Klassiker. Jetzt hab ich noch einen verdammten Drescher gekauft. Super. Schade, Leute, dass ich dieses Mal nicht gespeichert habe vor der Folge. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hinzufahren und den Drescher wieder zu verkaufen. Ich müsste natürlich auch nicht unbedingt das Zeug häckseln. Ich könnte auch erstmal Körner Mais so ernten. Aber wie gesagt, ich will ja Silage haben. Erstmal für die BGA und später dann auch für die Kühe am Hof. Das ist immer ganz blöde. Warum macht er das? Da muss ich eigentlich mal echt drüber nachdenken, warum das manchmal so lange dauert. Denn eigentlich nehme ich ja schon auf die externe Festplatte auf. Das heißt, er sollte eigentlich die Speicher die ganze Zeit ready haben. Aber manchmal dauert das leider scheinbar ganz schön lange. So, toll, jetzt haben wir den hier verkauft. So kann man auch sein Geld loswerden. Da bin ich ja schon wieder froh, dass ich auf einfach spiele. Sonst hätte ich gerade mal richtig was verbrannt. Wegen irgendwie 70%, glaube ich, wieder. Also, keine Ahnung, wir haben über 120.000 ausgegeben, glaube ich. Oh Gott, dann reicht es gerade mal so. So, Händler. Vielleicht fahre ich jetzt auch einfach immer hierher und drücke hier erst R, aber es hätte jetzt auch nichts gebracht. Kategorie wählen. Den wollte ich nämlich eigentlich haben. Zum Glück ist der günstig. Geht ja noch. So, da ist das gute Gerät. Schick sieht er aus. Hat natürlich auch wieder nur 3 Meter Arbeitsbreite, das ist nicht wirklich viel. Wie erwähnt, wird das Feld dann da etwas länger dauern. Aber egal. Und die anderen Felder, die wir haben, die waren ja noch nicht reif, die waren ja noch quasi in der Vorreifephase. Und dann gibt es ja meiner Meinung nach auch hier wirklich 3 oder 4 Phasen von, ich schaue mal, von reif. Also ihr seht jetzt hier dieses hellgrüne zum Beispiel. Das sind diese Felder, die alle gerade erst fertig geworden sind. Und das müsste sich eigentlich so in dunkel bis nach dunkelgrün hinbewegen, bevor es dann wirklich verfault. Normalerweise, wenn man dunkelgrün erntet, sollte man eigentlich auch mehr Ertrag kriegen, meine ich. Habe ich zumindest mal gehört, bin ich mir ja nicht sicher, ob das stimmt oder nicht. Kann ich nichts zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schön aufs Häckseln hier. Vielleicht kann ich da ja auch dann den Helfer mal fahren lassen. Wäre ja ganz geil. Aber garantiert muss ich ihm erst hier mindestens mal 2, 3 Bahnen außen rumziehen. Vorher wird es nichts werden.
Unsere Hausmauer, die steht auch echt gefährlich hier. So, wo machen wir das denn hier jetzt mal alles? Ich glaube, unser Gewicht legen wir einfach mal hier vorne direkt ab. So, dass man es auch noch wiederfindet. Und dann kuppeln wir mal schnell um. Da kuppeln wir vielleicht lieber erst den Wagen dran. Wir haben dann ein ziemliches Geschoss hinterher. Boah, jetzt lenkt er natürlich fast gar nicht mehr. Da fehlt das Gewicht auf der Vorderachse. So, am besten so, dass wir hier können wir hinterher rausfahren. Wo habe ich denn jetzt den anderen Anhänger geparkt? Mensch. Also ich tue das einfach mal so hier hin. Hier müssten wir ja dann eigentlich dahin kommen, wo ich mir denke. Und zum Glück scheint das hier alles uns zu gehören und deswegen brauchen wir hier auf niemanden Rücksicht nehmen. Ist hier ein Wagen drin? Nee. Dann ist er hier drin. Ja, da ist er. Jetzt hoffe ich natürlich, dass der auch Multifruit-mäßig hier Excel laden kann. Aber sollte er ja eigentlich. Ja, war das zu schief? So, und los kann es gehen. Man kann eigentlich schon mal das Rohr nach hinten richten. Dann sind wir vorne ein bisschen windschnittiger. Und dann auf zu unserem neuen Erwerb. Hier nämlich. So, wir werden jetzt einfach hier so schräg reinfahren. Irgendwo müssen wir ja schließlich den Anfang finden. Gut sieht das aus. Runter damit. Wie schnell kann man damit wohl fahren? Wahrscheinlich nicht besonders schnell. Oh, gleich was stehen gelassen, super. Da muss ich erstmal auf die Arbeitsbreite einstellen. Das ist nicht viel. Aber das macht was her. Also muss ich natürlich hier hinten so ein bisschen durch die Frucht fahren, das ist ärgerlich. Aber nicht zu vermeiden. Ja, und da sammelt sich auch gut was hinten drauf. Ja, und jetzt guckt euch mal dieses Meer von Mais an, was wir da vor uns haben. Und was wir da für eine winzige Spur hier außen abknabbeln. Ich sage mal so voraus, dass die Forstwirtschaft deutlich effizienter ist. Bin da gleich mal gespannt, ob der das auch alleine fahren kann, dann könnte ich ja wenigstens zwischendurch ein paar Stämme nochmal aufladen, dass ich da schon mal eine Ladung dann fertig hätte. Beziehungsweise ich müsste natürlich auch die Palette beim Sägewerk wegnehmen. Egal, eine Runde machen wir jetzt erstmal hier richtig Banane, einmal Hänger voll. Eine schöne Sache an sich ist das ja schon, ne? So, wie kommen wir jetzt hier am blödesten ums Eck?
Wir müssen eigentlich hier so Stück für Stück von abnehmen, irgendwie, oder auf der Straße wenden. Ja, er ist schon hier deutlich am Ackern. Können wir hier wenden? Schwierig. Ja, wir werden das mal so machen. Wir fahren hier jetzt einfach mal. Jetzt hier einfach mal so einen harten Bogen rundherum. Und nehmen das andere Stück dann später mit. Also, ich kann ja mal gucken. Ja! Nee, doch nicht. Schade. Ich dachte, der Helfer fährt hier. Aber funktioniert das hier gar nicht mit dem Helfer, oder was? Doch, geht doch, also. Entlooft. Oh, ich bin schon wieder schnell. Ja, Leute, ne? Mit dem Ausblick auf hier meinen ackernden Knecht ist unsere Zeit auch schon wieder abgelaufen. Ich bin mal gespannt, wie er sich so in der nächsten Kurve hier anstellen wird, aber die ist noch ein gutes Stück hin. Ach so, hier wird gearbeitet, ne? Fahren Sie bitte hier nicht so nah ran. Ja, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.